So, heute ernte ich mal ein bisschen Pfefferminz für Pfefferminzsirup. Der braucht allerdings länger als 24 Stunden zu machen. Ich fange dann jetzt mal an mit der Ernte. Jetzt habe ich mal einen Weitwinkel reingemacht, dass man sieht, wie viel das ist. Das sind ungefähr 200 Gramm. Und die werde ich jetzt erstmal waschen, weil ich keine Fleischeinlage drin haben möchte. Ist ja auch immer so ein bisschen angefressen. Ein Grashüpfer ist eben schon geflüchtet. Waschen habe ich die Pfefferminze klein geschnitten. Nicht nur, dass ich ja besser in meinen Sieb reingehe zum Waschen, sondern auch zum Einlegen ist das später besser, wenn es kleiner ist. Oh, das habe ich jetzt in einen Topf gegeben. Oh, eben ist mein Licht angegangen an der Kamera. Ich habe hier nämlich ziemlich dunkel in der Küche. Den Laden zu, dass es schön kühl bleibt hier drin. Jetzt gebe ich einen Liter Wasser dazu. Ich könnte jetzt auch sagen, dass es bedeckt ist, aber die Menge des Wassers muss man abmessen, um später die Menge des Zuckers zu wissen, den man dazu macht. Jetzt so richtig viel Minze habe und auch viel Minzsirup will, mache ich 2 Liter. Und jetzt kommt normalerweise frischer Zitronensaft dazu. Ich habe jetzt aber keine Zitronen, wollte das unbedingt machen. Deshalb, ich sag mal, sitzt da noch ein Tier? Nee, sah nur so aus, ist ein Loch. habe ich hier Direktsaft. Die Säure bewirkt, dass sich die ätherischen Öle aus der Minze rauslösen. Und das ist jetzt schon ziemlich mit Wasser bedeckt, mit Zitronenwasser. Und das lasse ich jetzt einfach bis morgen in Ruhe stehen. Meine Oma hat das übrigens nicht mit Zitrone eingelegt, sondern mit Essig. Schmeckt aber gar nicht schlecht. Also ich habe das sehr geliebt. Das hat auch so eine ganz erfrischende Note. Also ich denke, wenn ich das nächste Mal probiere, mache ich es vielleicht mit Apfelessig. So. Ein Tag später. Das hat jetzt ganz lange eingeweicht. Und jetzt wird es erhitzt mit Zucker. Das Ganze wird jetzt bei 2 Liter Wasser waren mit 2 Kilo Zucker aufgekocht. Das soll sich ja auch halten. Das lasse ich ungefähr 10 bis 20 Minuten köcheln und dann wird es abgefüllt. Aber erstmal kommen natürlich die Pfefferminzblätter raus. Puh, das hat jetzt noch ein bisschen gezogen und ich kann euch sagen, das ganze Haus riecht nach Minze. Puh, ich hatte extra einen Deckel zu, aber ja, die ätherischen Öle. Das wird ein toller Sirup. Die Linse läuft an. Das ging jetzt relativ einfach. Jetzt habe ich noch so kleine Minzblättchen drin. Das werde ich jetzt durch ein Sieb laufen lassen, direkt in Flaschen, die ich vorher gut sauber gemacht habe. Oh, das ist mehr geworden, als ich dachte. Pfefferminzsirup aus dem eigenen Garten und das nächste Mal mache ich ihn auch noch mit den eigenen Zitronen. So, der ist jetzt haltbar. Den habe ich heiß abgefüllt, verschlossen. Jetzt muss ich ihn nur noch beschriften und er schmeckt fast wie bei Oma. Oma hatte das Ganze mit Essig gemacht. Das probiere ich das nächste Mal. Das war dann noch ein bisschen erfrischender, aber das schmeckt so lecker. Und du brauchst ganz, ganz wenig von diesem Sirup, um deinem Wasser den richtigen Kick zu geben.